Zweitens, Hauptströmungen und wichtigste VertreterInnen. In vielen Einführungs- und Überblicksbänden lässt sich die Klage finden, man sei aufgrund der begrenzten Seitenzahl gezwungen, die Anzahl der vorgestellten AutorInnen zu beschränken. Tatsächlich liegt es in der Natur des Genres, dass nicht alle, sondern nur die wichtigsten Positionen behandelt werden können. Was jedoch als wichtig gilt, das hat auch eine theoriepolitische Dimension. Einführungen und Überblicke leisten eine Kanonisierung, das heißt eine Festlegung, welche Inhalte, Argumente, Schreibstile oder Wissensgattungen als relevant angesehen werden. Weil auch die Universitäten, Verlage und Medien der bestehenden Gesellschaft herrschaftsförmig strukturiert sind, werden regelmäßig bestimmte Positionen, vor allem weiße, europäische, männliche, privilegiert und andere, vor allem nicht weiße, nicht europäische, nicht männliche, abgewertet oder ausgeschlossen. Dieses allgemeine Problem stellt für eine Einführung in den Anarchismus eine besondere Herausforderung dar. Denn der Anarchismus beansprucht, alle etablierten Autoritäten zu hinterfragen, was auch den Bruch mit der herrschenden Aufmerksamkeitsökonomie beinhaltet. Wer die Möglichkeit hat, das Wort zu ergreifen und wem vom anderen zugehört wird. Angesichts dieses radikalen Ziels muss es als ein besonderer Mangel erscheinen, dass in den meisten Einführungen immer dieselben TheoretikerInnen vorgestellt werden, während andere interessante Positionen häufig außen vor bleiben. Auch die vorliegende Einführung vermag es nicht, mit dieser Praxis zu brechen. Mit Ausnahme von Emma Goldman handelt es sich bei allen der im Folgenden vorgestellten HauptvertreterInnen um weiße Männer. Dies rechtfertigt sich vor allem daraus, dass Kanonisierung den Charakter einer self-fulfilling prophecy hat. Je mehr eine bestimmte AutorIn erwähnt wird, desto mehr wird sie als relevant angesehen, was wiederum ihre herausgehobene Stellung rechtfertigt. Die Kenntnis derjenigen Positionen, die allgemein als Hauptpositionen betrachtet werden, ist wichtig, auch um sie kritisieren, sie weiter und über sich hinaustreiben zu können. Dabei sollte man jedoch die problematische Dimension einer jeden solchen Auswahl im Hinterkopf behalten. Kanonisierung stellt eher eine Grenze als ein Mittel anarchistischer Theoriebildung und Wissenspolitik dar. Immerhin liefern die behandelten AutorInnen selbst bereits die Argumente, die sich für die Abschaffung ihrer eigenen Privilegierung ins Feld führen lassen. Die folgenden Darstellungen dienen der ersten Bekanntmachung mit einschlägigen anarchistischen DenkerInnen, deren Theorien erst im nächsten Kapitel ausführlich diskutiert werden. Diese DenkerInnen werden in zwei Gruppen eingeteilt, die sich aus den freiheitstheoretischen Grundannahmen ableiten. Die erste Gruppe umfasst individualistische, libertäre und liberale Ansätze, Godwin, Stirner, die Transzendentalisten, welche von einem Primat des Individuums und einem begrenzten bzw. nur abgeleiteten Wert der Gesellschaft ausgehen. Die zweite Gruppe umfasst mutualistische, kollektivistische und kommunistische Ansätze, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Landauer, Goldman, die das Primat der Intersubjektivität und des Sozialen betonen. Kapitel 2.1 Individualistischer, libertärer und liberaler Anarchismus. William Godwin. Obwohl er den Begriff selbst nicht positiv verwendet, kann der britische Romancier und Journalist William Godwin, 1756 bis 1836, als einer der Begründer des philosophischen Anarchismus angesehen werden. Godwin, der aus der Familie eines calvinistischen Pfarrers stammte, war Ende des 18. Jahrhunderts einer der wichtigsten DenkerInnen der radikalen Regierungskritikerinnen in England. Sein ganz im Geist des Rationalismus und der Aufklärung geschriebenes Hauptwerk, Enquiry Concerning Political Justice, 1793, das erst 2004 unter dem Titel Politische Gerechtigkeit in deutscher Übersetzung erschienen ist, enthält bereits viele Motive, die später für anarchistische Theorien kennzeichnend werden. Godwins Werk wurde im Nachklang der Französischen Revolution breit rezipiert und hatte einen bemerkenswerten Einfluss auf die internationale Diskussion um die Gestalt fortschrittlicher politischer Institutionen, wobei es in der anarchistischen Bewegung für lange Zeit keine große Beachtung fand. 1796 heiratete Godwin
der ein Fechter der vollständigen Gleichstellung der Frau und ein Kritiker der Ehe war, die Frauenrechnerin Mary Wollstonecraft. Aus der Ehe ging Mary Goodwin hervor, später Mary Shelley, die als Autorin des Frankenstein weltberühmt wurde. Über Wollstonecraft, die kurz nach der Geburt ihrer Tochter im Kindbettfieber starb, schrieb Goodwin eine detaillierte und offenherzige Biografie, die ihm die Verachtung der konservativen Presse einbrachte, sodass sein journalistischer Ruf nachhaltig beschädigt wurde. Goodwin, der sich im Laufe seines Lebens politisch mäßigte, lebte fortan ein eher abgeschiedenes Leben und starb 80-jährig. Politische Gerechtigkeit ist ein ebenso faszinierendes wie umfangreiches Buch, in dem es keinesfalls nur um politische Gerechtigkeit, sondern auch um eine ganze Reihe anderer Themen geht, die das menschliche Zusammenleben betreffen. Vom Einfluss des Klimas über die Auswirkungen des Luxus bis zur Reflexion über den Selbstmord und die Praxis des Duells. Goodwins Grundprämisse ist die Annahme menschlicher Perfektibilität. Wie zuvor Rousseau, so geht auch Goodwin davon aus, dass die Menschen ihr Wesen und damit auch die Gesellschaft bis hin zur sittlichen Vervollkommnung verbessern können. Diese Verbesserung soll schließlich zu einem harmonischen Zusammenleben führen, in dem kein Staat und kein Zwang mehr notwendig sind. Gerechtigkeit ist für Goodwin also nicht nur ein abstrakter moralischer Maßstab, etwa der Gleichheit, sondern hat ethische Implikationen. Für Goodwin, der hier ganz in der englischen Tradition des Utilitarismus steht, geht es bei der Gerechtigkeit vor allem um Entfaltungsmöglichkeiten, gutes Leben und Glück. Alle anderen politischen und moralischen Grundsätze wie Freiheit und Gleichheit sind aus dem obersten Ziel des Glücks der menschlichen Rasse nur abgeleitet. Goodwins Werk präsentiert dabei so etwas wie einen Gegenentwurf zu Rousseaus Gesellschaftsvertrag. Wollte Rousseau ein ideales Gemeinwesen durch die Vereinigung aller Einzelwillen in einem Gemeinwillen erreichen, wird für Goodwin das größte Glück aller nicht durch die Einrichtung einer Regierung, sondern durch die ungestörte Entwicklung des Individuums erreicht. Staat, Regierung und Recht erscheinen so nicht als Ermöglichungsbedingungen, sondern als Einschränkungen der freien Entwicklung des Einzelnen. Goodwin ist daher als ein Vertreter des individualistischen Flügels des Anarchismus einzuordnen, auch wenn er nicht so radikal ungesellig ist wie später Max Stirner oder die amerikanischen Libertarians. Sein Individualismus ist vor allem aus dem Prinzip der Autonomie der Vernunft begründet. Nur solche Grundsätze können Wahrheit beanspruchen, die vom freien Urteil der Einzelnen ratifiziert werden. Gegen den Anarchismus wird oft eingewendet, er gehe von einem naiven Menschenbild aus. Goodwin würde dem entgegnen, dass sich die negativen Auswirkungen einer auf sozialer Herrschaft basierenden Gesellschaftsordnung auf die Sitten der Menschen empirisch belegen lassen. Bei seiner Analyse der historisch tatsächlich existierenden Staaten, das heißt der Staaten des Alterntums bis zu den europäischen Monarchien des 18. Jahrhunderts, kommt er zu dem Schluss, dass Regierungen der moralischen Verbesserung und ethischen Vervollkommnung der Menschen nicht zu, sondern abträglich sind. Staaten verursachen regelmäßig blutige und opferreiche Kriege, verführen zu Despotismus und Herrschsucht, stacheln Nationalismus und Patriotismus an, ermöglichen Bevorzugungen und Ungleichheiten. Staatsordnungen, so schließt Goodwin, korrumpieren sowohl die Beherrschten als auch die Herrschenden. Sind es nicht also gerade die Verteidiger in staatlicher Herrschaft, die trotz dieser erdrückenden Beweislast weiterhin am Staat als Heilsbringer festhalten wollen, die sich damit der Naivität schuldig machen? Neben den empirisch belegbaren Negativeffekten staatlicher Herrschaft lässt sich deren Legitimität für Goodwin auch nicht theoretisch rechtfertigen. Weder Stärke noch Gottes Gnadentum noch der von Rousseau angenommene fiktive Gesellschaftsvertrag sind in der Lage, eine Pflicht zum Gehorsam gegenüber dem Staat zu begründen. Aus der Analyse der korrumpierenden Effekte von Herrschaft kann der Umkehrschluss gezogen werden, dass bessere soziale Bedingungen oft besseres individuelles Verhalten erwartbar machen. Der Mensch samt seinen moralischen Einstellungen und Verhaltensweisen ist Ergebnis seiner Sozialisation. Durch geeignete Erziehung und Bildung, politisch gerechte und freiheitlich verfasste Institutionen stehen dem Menschen gigantische Entfaltungspotenziale offen, die ihm bislang durch die ungünstigen Gesellschaftseinrichtungen blockiert waren. An die Stelle der staatlichen Zwangsgewalt tritt in Goodwins politischer Utopie konsequent das private Urteil der Einzelnen, das nicht legitimerweise von anderen eingeschränkt werden darf. Goodwins Ziel ist es, dass jedermann klug genug wäre, um sich ohne das Eingreifen zwangsweiser Beschränkungen selbst zu beherrschen, und da die Regierung sogar in ihrem besten Zustand ein Übel ist, besteht das vor allem anzustrebende Ziel darin, dass wir so wenig davon haben sollten, wie es der allgemeine Frieden der menschlichen Gesellschaft gestattet. Institutionell plädiert Goodwin für einen föderativen Zusammenschluss dezentraler Assoziationen, dessen verbleibende gemeinschaftliche Funktion vor allem in der intellektuellen und moralischen Vervollkommnung der Individuen sowie in allgemeinen Verwaltungsaufgaben liegt. Eine eigenständige Exekutivgewalt lehnt er ab. Zwangsanwendung ist auf die unmittelbare und temporäre Verteidigung der Gesellschaft oder eines ihrer Mitglieder gegen Angriffe beschränkt. Goodwin,
noch ganz im Banne der traditionellen pejorativen Verwendungsweise dieses Begriffs stehend, schreckt davor zurück, einen solchen einfachen Gesellschaftsformen und Regierungen den Namen Anarchie zu geben. Goodwin wendet sich nicht nur gegen politische, sondern auch gegen ökonomische Herrschaft. Insofern ist er, noch vor Frühsozialisten wie Charles Fourier und Robert Owen, der von Goodwin beeinflusst war, ein Kritiker des Kapitalismus. Wie mit Blick auf den Staat, so stützt Goodwin auch seine Argumente gegen den Kapitalismus vor allem auf die Diagnose von dessen glücksfeindlichen Effekten. Die kapitalistische Gesellschaft produziert Armut, die einen Großteil der Bevölkerung der elementarsten Mittel zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse und ihrer Persönlichkeitsentfaltung beraubt, während sie bei den Reichen zu Luxusstreben, Protzerei und Machtanmaßung führt, was diese ebenfalls unglücklich macht. Eigentum ist daher nur in dem Maße erlaubt, wie es zur Befriedigung der Grundbedürfnisse und zu einem guten Leben notwendig ist. Darüber hinaus hinausgehende Akkumulation von Reichtum lässt sich nicht vernünftig rechtfertigen. Goodwin fordert noch nicht die kommunistische Gesellschaft der Produktionsmittel, für die später Bakunin und Kropotkin eintreten, aber vertritt eine konsequente Gleichverteilung der gesellschaftlichen produzierten Güter an alle. Dabei geht er davon aus, dass bei einer Gleichverteilung der Arbeit, dem Wegfall unnötiger Arbeit und mit zunehmendem technischen Fortschritt der individuell zu leistende Beitrag radikal minimiert werden kann. Täglich eine halbe Stunde von jedem Mitglied des Gemeinwesens gewissenshaft mit körperlicher Arbeit verbracht, rechnet Goodwin aus, würde die Gesamtheit ausreichend mit dem Lebensnotwendigsten versehen. Goodwin ist kein Vertreter einer gewaltsamen Revolution, sondern vertritt eine Frühform der anarchistischen Idee der präfigurativen Politik. Anstatt die bestehenden Institutionen zu übernehmen oder zu überwältigen, kann man sie einfach ignorieren und damit beginnen, auf gewaltlose Weise eigene Gegeninstitutionen aufzubauen. Der Staat ist kein Ding, das man einfach kaputt machen kann, sondern eine soziale Relation, die von der Aufmerksamkeit der BürgerInnen lebt. Wenn diese die Kommunikation mit ihm abbrechen, wird er nach und nach an Bedeutung verlieren. Ein solcher Wandel ist Teil des allgemeinen Prozesses menschlicher Vervollkommnung und braucht Zeit. Durch die Veröffentlichung von Wahrheit, freien Meinungsaustausch und geduldige Diskussionen werden sich die besten Argumente durchsetzen und die Flammen der Leidenschaft für ein besseres Leben entfachen. Schon hier sind einige der Grundprinzipien anarchistischer Transformationstheorie zu erkennen, die sich später im Streit zwischen Bakunin und Marx zur Entzweihung von Anarchismus und Marxismus zuspitzen werden. Goodwin wendet sich gegen jedes Denken, das die Mittel aus dem Zweck heiligt, sei es Gewalt, revolutionäre Unaufrichtigkeit oder Autoritätshörigkeit. Im Geiste der Aufklärung geschrieben, ist politische Gerechtigkeit von einem ungeheuren Fortschrittsoptimismus geprägt. Goodwin traut dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments, die Überzeugung der Weltbevölkerung, der technischen Entwicklung, die Abschaffung körperlicher Arbeit, der Entfaltung der Sinne, eine weitreichende Verfeinerung ästhetischer Geschmäcker, die Entwicklung der Emotionen, die Überwindung von Einrichtungen der Unfreiheit wie Ehe und Monogamie zu. Die erste Ausgabe des Buches enthält sogar eine in den folgenden Ausgaben getilgte Passage, in der Goodwin seine Grundidee der menschlichen Vervollkommnungsfähigkeit konsequent ausbuchstabiert und für die Zukunft die Überwindung des Schlafs, des Todes und der Fortpflanzung in Aussicht stellt. Auch das Himmelstürmende solcher Vorstellungen wird sich in der Folge als charakteristisch für den Anarchismus erweisen. Sie sind die Konsequenzen aus der Weigerung, irgendwelche von fremden Autoritäten gestiftete Grenzen zu akzeptieren, und seien es die Grenzen der Biologie oder der Physik. Max Stirner. Der aus einfachen Verhältnissen stammende Max Stirner, 1806 bis 1856, eigentlich Johann Caspar Schmidt, studierte an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, der heutigen Humboldt-Universität, Philosophie, wo er unter anderem Vorlesungen von Hegel und Schleiermacher besuchte. Er bewegte sich im Kreis der Junghegelianer um Bruno Bauer, Friedrich Engels und Arno Ruge, mit denen er in einer Weinstube an der Friedrichstraße regelmäßig an Debattierclubs des linken Vereins Die Freien teilnahm. Stirner veröffentlichte Beiträge in einigen Zeitschriften der demokratischen Opposition. Für einige Zeit arbeitete er als Lehrer. Zwar publizierte Stirner einige kleinere Schriften, unter anderem zu Fragen der Erziehung und der Religionskritik, sein bei weitem wichtigstes Buch ist jedoch das 1844 erschienene Hauptwerk Der Einzige und sein Eigentum, das aus den Debatten mit den Junghegelianern hervorgegangen war. Stirners Buch wurde in einigen Gebieten Deutschlands fast unmittelbar nach Erscheinen verboten, was eine weitere Tätigkeit des Autors als Lehrer verunmöglichte und eine Arbeit als Journalist enorm erschwerte. Stirner hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser
und starb verarmt im Alter von 49 Jahren an einer Infektion infolge eines Insektenstichs. Stirner kann wohl am ehesten den Titel des Enfant terrible des Anarchismus beanspruchen. Wenn er zitiert wird, egal ob von AnarchistInnen oder Nicht-AnarchistInnen, dann zumeist zwecks Abgrenzung von seinen Positionen. StirnerianerInnen gibt es fast nicht. Stirner hat sich selbst nie positiv auf den Anarchismus bezogen, sich Zeit seines Lebens so gut wie gar nicht politisch engagiert und sich auch an der Revolution 1848 nicht beteiligt. Zugleich bezieht sich kaum eine der aktivistisch angelegten späteren anarchistischen Positionen positiv auf Stirners Philosophie. Seine Rezeption lässt sich gut anhand einer biografischen Anekdote veranschaulichen. Weil sein gesamter Nachlass verschollen ist, existiert von ihm kein Bild mehr. Die einzige Darstellung, die es von seinem Aussehen gibt, ist eine Karikatur, die Friedrich Engels auf Aufforderung eines Biografen 40 Jahre später aus dem Gedächtnis von Stirner gezeichnet hat. Ähnliches gilt für Stirners Philosophie. Sie wird kaum anhand der Originalschriften rezipiert, sondern meist über die verzerrende Darstellung aus der Feder seiner GegnerInnen. Stirner wird meistens als der radikalste Vertreter der individualanarchistischen Strömung angesehen. Diese Etikettierung ist nicht falsch, aber erklärungsbedürftig. Die häufig zitierte Losung »Mir geht nichts über mich« heißt nicht, dass Stirner Mord und Totschlag gutheißt oder kleinen Kindern den Lutscher klauen will. Der Egoismus des Einzelnen, der im Titel des Buches genannt wird, meint zunächst eine konsequente Ablehnung aller tradierten Moralsysteme. Weder Religion, noch Kirche, noch Vaterland, noch Philosophie sollen mehr die Autorität beanspruchen können, der Einzelnen vorzuschreiben, was sie zu tun hat. Stirner will den Autonomiegedanken der Aufklärung vollenden und zu einem radikalen Atheismus und Anti-Idealismus treiben. Der Mensch soll sich ohne alle Frommheit und Metaphysik auf sich selbst besinnen. In diesem Kontext ist auch der zweite Begriff des Titels zu verstehen, das Eigentum. Die Welt verliert für die Egoisten alle Heiligkeit und wird zum Material, das sie bearbeiten und formen kann. Betonte Godwin, ebenso wie die meisten anderen Anarchistinnen, die negativen, ungerechten und entfremdeten Effekte des Eigentums, wendet Stirner den Eigentumsbegriff positiv, indem er dessen profanierende, also materialistische und ermächtigende Funktion herausarbeitete. Der Einzige und sein Eigentum ist in zwei Abteilungen gegliedert. Der erste Teil, der Mensch, ist vorwiegend eine Auseinandersetzung mit den Junghegelianern, vor allem mit Bauer und Feuerbach, während der zweite Teil, ich, die programmatische Grundlegung von Stirners Philosophie des Egoismus enthält. Diese nimmt ihren Ausgang von einer Auseinandersetzung mit dem vorherrschenden Freiheitsbegriff, der Freiheit vor allem als Freiheit von äußeren Beschränkungen und Grenzen begreift. Einen solchen Freiheitsbegriff findet Stirner unzulänglich, weil er ausblendet, dass die Gestaltungsmöglichkeiten der Menschen von materiellen Bedingungen abhängig sind. Diese Bedingungen fasst Stirner unter dem Begriff des Eigentums zusammen. Zitat: Du müsstest nicht bloß los sein, was du nicht willst, du müsstest auch haben, was du willst. Du müsstest nicht nur ein Freier, du müsstest auch ein Eigener sein. Zitat Ende. Stirner erkennt, dass dieses Eigentum der Einzigen nicht ohne Verdienst zugefallen sein darf, sondern von ihr in irgendeiner Weise angeeignet werden muss. Ich muss die Welt und mich selbst in Besitz nehmen, um wahrhaft frei zu werden. Wie sein Lehrer Hegel beschreibt Stirner Aneignung als Prozess der Subjektkonstitution. Nur durch Bearbeitung und Formung der Außenwelt und meiner selbst werde ich wahrhaft zu einem Eigenen. Diese Eigenheit, die Stirner freiheitstheoretisch begründet, hat dann weitere politische und soziale Implikationen, die Stirner letztlich auch wieder von Hegel abgrenzen. Zitat:
sich selbst zur Hauptsache zu machen, Zitat Ende, sich auf seinen Eigennutz zu besinnen, schützt die Macht des Einzigen gegen die Vereinnahmungsversuche von Kollektivstrukturen wie Staat, Gesellschaft, Partei oder Religion. Hier insistiert Stirner, der damit Nietzsches Kritik der Sklavenmoral vorwegnimmt, dass der Egoismus der Einzelnen nichts Schlechtes ist, wie er das Christentum seit Jahrhunderten weismachen will. Im Gegenteil, es ist der Eigennutz, der mich dazu treibt, mich von Unterdrückung und Sklaverei zu befreien. Stirners Ansatz lässt sich plausibilisieren, wenn man Individualität zunächst als ontologische Analysekategorie versteht. Seiner Auffassung nach muss man gegen alle religiösen oder moralischen Beteuerungen einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass normative Ordnungen mich nur insoweit binden, wie ich mich binden lasse. Stirner weist radikal realistisch darauf hin, dass sich grundsätzlich die Stärksten durchsetzen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Wie sie ihre Macht nutzen, hängt faktisch von ihrer eigenen Entscheidung ab. Die Einsicht, dass die Entscheidung in letzter Instanz immer beim Individuum liegt, wird von Stirner zu einem irreduziblen Konflikt zwischen der Einzigen und den Anderen bzw. der Gesellschaft zugespitzt. Die Anderen sind grundsätzlich Gegner. Soziale Institutionen wie der Staat und das Recht sind grundsätzlich heteronorm. Zitat: Alles bestehende Recht ist fremdes Recht. Zitat Ende. Selbst wenn mir innerhalb eines bestehenden Rechtssystems Recht gegeben wird, so wird es mir doch von einer fremden, äußeren Instanz gegeben und bleibt mir daher feindlich. Dies gilt für Stirner auch in einer demokratischen Regierungsform, die ebenfalls auf der Unterordnung der Einzigen basiert. Selbst wenn alle Menschen in einem bestimmten Moment ein und denselben Willen hätten, argumentiert Stirner, so würde das dennoch nicht in eine Versöhnung der verschiedenen Einzigen münden, denn mein Wille ändert sich und darf nicht dauerhaft auf eine Momentanaufnahme fixiert werden. Dieser unauflösbare Konflikt zwischen der Eigenheit und den sozialen Institutionen setzt das Individuum in den Status eines Verbrechers von Geburt. Die einzige Möglichkeit, die die Einzigen haben, sich von der Fremdherrschaft durch die Gesellschaft zu befreien, liegt in der egoistischen Affirmation der eigenen Macht und der Aufkündigung aller angestammten Bindungen. Es wäre aber ein Missverständnis, Stirners Verteidigung des Egoismus als Plädoyer für Asozialität und Ungeselligkeit zu verstehen. Die Einzigen, die sich ihres Egoismus versichert haben, gehen in Stirners Modell durchaus Beziehungen miteinander ein. Der Gegenbegriff zur Gesellschaft ist bei ihm der des Verkehrs. Das Naturwüchsige und Heilige der Gesellschaft, so Stirner, schließt echte Verbindungen gerade aus. Echte Verbindungen sind nur da möglich, wo sie nicht erzwungen oder durch ideologische Verführung zustande gekommen sind, sondern wirklich aus dem freien Entschluss der Einzelnen stammen. Dies führt zu einer überraschenden Konsequenz. Wenn individuelle Freiwilligkeit die Bedingung einer authentischen Gemeinsamkeit ist, dann ist es gerade die Gesellschaft, die asozial genannt werden muss. Ich muss mich zuerst aus diesem Zwangsverbund herausarbeiten und mich auf meine ganz individuelle, immer exzentrische und perverse Eigenheit besinnen, um so eine freiwillige Beziehung eingehen zu können. Die Trennung ist die Voraussetzung der Verbindung. Der Staat wird so zum Naturzustand, der ohne meine Zustimmung schon immer da war und den ich überwinden muss, um eine tatsächlich auf allseitigen Entschluss gegründete Assoziation zu stiften. Eine solche Assoziation ist nicht mehr auf der Selbstverleugnung, sondern dem Eigennutz ihrer Mitglieder basiert, nennt Stirner den Verein der Egoisten, eine freiwillige, temporäre und jederzeit auflösbare Verbindung, die nur davon lebt, dass sie für jedes ihrer Mitglieder einen instrumentellen Zweck erfüllt. Um zu verhindern, dass ein solcher Verein zum Selbstzweck erstarrt, so Stirner, ist er auf permanente Neugründung und somit auf regelmäßige Separierung angewiesen.
Philosophisch gesehen nimmt Stirner eine Scharnierposition zwischen Hegel und Nietzsche ein, die bislang noch viel zu wenig gewürdigt wurde. Von Hegel übernimmt er die materialistische Theorie der Subjektkonstitution, welche die Freiheit des Einzelnen vom Eigentum, das heißt von materiellen Praktiken der Welt und Selbstaneignung abhängig macht. Er grenzt sich aber auch scharf von Hegel ab, weil er sich gegen die metaphysische Anmaßung wehrt, die Einzelnen sollten ihre Freiheit opfern, um an der Substanz des Staates oder des Weltgeistes zu partizipieren. Stattdessen tritt er für eine unapologetische Affirmation der eigenen Macht und Handlungsfähigkeit als Ausdruck eines konsequenten Atheismus ein, was ihn zum Vorläufer Nietzsches macht, den er offenbar stark beeinflusst hat. Dieses Insistieren darauf, dass die wirkliche und freiwillige Zustimmung der Einzelnen der Prüfstein dafür ist, ob gemeinschaftliche Institutionen der Realisierung allgemeiner Freiheit tatsächlich dienen, macht ihn zum bleibenden Korrektiv auch späterer kollektivistischer und kommunistischer anarchistischer Ansätze. Amerikanischer Transzendentalismus, Emerson und Thoreau. Als Transzendentalismus wird eine literarische, philosophische und politische Bewegung bezeichnet, die ihren Anfang in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Massachusetts nahm. Die wichtigsten Vertreter sind der Essayist und Dichter Ralph Waldo Emerson und sein Freund und Schüler, der Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau. Andere wichtige TranszendentalistInnen sind etwa der Pädagoge Amos Bronson Alcott, die Journalistin und Frauenrechtlerin Margaret Fuller, der Abolitionist Theodore Parker, die Pädagogin Elizabeth Palmer Peabody, der Enzyklopädist George Ripley und der Dichter Walt Whitman. Beeinflusst unter anderem von der Romantik der unitarischen Theologie und indischen Religionen, strebten die Transzendentalistinnen nach intensiven spirituellen Erfahrungen in der Natur und nach einer Reinigung vom Konformismus der Gesellschaft. Aus dem Prinzip der Autonomie des Denkens und des Gewissens leiteten sie das Prinzip der radikalen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit sowie notwendigenfalls des zivilen Ungehorsams ab. Einige Transzendentalistinnen versuchten, diese Prinzipien in experimentellen Schulen und sozial-utopischen Siedlungen und Kommunen in Neuengland umzusetzen. Wie Godwin und Stirner, so bezeichnen sich auch die TranszendentalistInnen nicht selbst als AnarchistInnen. In ihren Schriften lassen sich jedoch so viele Motive finden, die für die spezifisch amerikanische Tradition des Individualanarchismus kennzeichnend sind, dass es wichtig ist, auch diesen Ansatz zu würdigen. Der Ausgangspunkt des Transzendentalismus ist die Überzeugung der ursprünglichen Güte der Natur und der Menschen und des korrumpierenden Einflusses der Gesellschaft. Diese Idee, die ihren Ursprung in der an der Harvard Divinity School gelehrten unitarischen Theologie hat, betont die Bedeutung der individuellen Gewissensbefragung und der freien Vernunftbetätigung. Jedes Individuum ist zu einer radikal originellen Beziehung mit dem Universum fähig. In seinem programmatischen Essay Self-Reliance von 1841 spitzt Emerson diese Idee zu einer Aufforderung zur heroischen Abkehr von den anderen und zur Selbstbesinnung zu. Zitat: Wer da ein Mensch sein will, muss Dissident sein. Zuletzt ist nichts heilig außer die Integrität des eigenen Geistes. Sprich dich selber los und du wirst die Stimme der Welt haben. Zitat Ende. Emerson und Thoreau sind der Meinung, die Individuen sollten sich regelmäßig temporär von den Einflüssen der Gesellschaft zurückziehen, um eine solche Beziehung zu den transzendenten Wahrheiten aufzubauen. Wie viele andere TranszendentalistInnen haben beide diese Erfahrung durch ein einsames Leben in der Natur herzustellen versucht, das in Thoreaus Hauptwerk Walden or Life in the Woods von 1854 ausführlich protokolliert und reflektiert wird. In den Aufzeichnungen wird deutlich, dass es bei der angestrebten Selbstständigkeit und Unabhängigkeit nicht allein darum geht, den aufklärerischen Gedanken des Selberdenkens zu vollziehen, sondern dass der Transzendentalismus eine Ästhetik der Existenz umfasst, die den Einzelnen eine aufmerksamere
unentfremdete und intensivere Lebensführung ermöglichen soll. Dies wird am besten deutlich im Pathos der Passage von Walden, die in dem Film Der Club der Toten Dichter zur Eröffnung jeder Sitzung des Clubs zitiert wird. Zitat: Ich bin in den Wald gezogen, weil mir daran lag, bewusst zu leben, es nur mit den wesentlichen Tatsachen des Daseins zu tun zu haben. Ich wollte kein Leben führen, das eigentlich kein Leben ist, dazu war es mir zu kostbar. Ich wollte intensiv leben, dem Leben alles Mark aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles die Flucht ergreifen würde, was nicht Leben war. Zitat Ende. Die politischen Implikationen des Prinzips der Selbstständigkeit liegen nicht allein im Rückzug von der Gesellschaft, sondern gegebenenfalls auch in der Aufkündigung staatlicher Verpflichtungen oder im aktiven Widerstand. Bei einem seiner seltenen Ausflüge in die Stadt während seines zweijährigen Aufenthalts am Walden Pond wurde Thoreau 1846 verhaftet, weil er sich weigerte, die Poll Tax, eine Kopfsteuer, zu zahlen. Die eine Nacht, die er im Gefängnis verbringen musste, nahm er später zum Anlass einer Reflexion auf die Legitimität staatlicher Zwangsmaßnahmen wie der Besteuerung, die er unter dem Titel Resistance to Civil Government im Jahre 1849 publizierte. Die Bürgerin, argumentiert Thoreau, ist nicht verpflichtet, sich dem Staat zu unterwerfen, wenn dies ihrem autonom getroffenen Gewissensurteil widerspricht. Im Gegenteil. In einem solchen Fall hat sie sogar eine moralische Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Solche Fälle lagen für Thoreau bei der Institution der Sklaverei sowie beim amerikanischen Expansionskrieg gegen Mexiko eindeutig vor. Thoreau entwickelt hier eine einflussreiche Theorie des zivilen Ungehorsams, den er als Voraussetzung einer friedlichen Revolution begreift. Alle Menschen, die mit diesen gravierenden Ungerechtigkeiten nicht einverstanden sind, sollten sich weigern, sie durch ihre Steuern zu ermöglichen. Sie müssen aber auch bereit sein, für ihre Überzeugungen ins Gefängnis zu gehen. Dies entspricht erstens dem Prinzip der radikalen Eigenverantwortung und werde zweitens praktisch dazu beitragen, durch massenhafte Inhaftierung das System zu blockieren und zum Einsturz zu bringen. Diese Anleitung zum gewaltfreien Widerstand hat unter anderem Mahatma Gandhi und Martin Luther King inspiriert. Das Primat des Privaturteils treibt Thoreau schließlich zu einer Infragestellung der Legitimität staatlicher Regierung insgesamt. Auch an die Mehrheit darf die Einzelne ihre Gewissensentscheidung nicht abgeben. Anstatt für Gerechtigkeit einzutreten oder für sie bei der Wahl zu stimmen, fordert Thoreau die Einzelnen dazu auf, bereits im Hier und Jetzt gerecht zu handeln. Eine Vorläuferidee des anarchistischen Konzepts der direkten Aktion. Daraus folgt für Thoreau politisch, dass der Staat und die anderen Menschen die Einzelne so weit irgend möglich in Ruhe lassen sollen. Zitat: Ich habe mir den Wahlspruch zu eigen gemacht, die beste Regierung ist die, welche am wenigsten regiert. Wenn er verwirklicht wird, dann läuft es auf dies hinaus, und daran glaube ich auch. Die beste Regierung ist die, welche gar nicht regiert. Und wenn die Menschen einmal reif dafür sein werden, wird dies die Form ihrer Regierung sein. Zitat Ende. Die Überwindung der Regierung als Endziel, dies ist der Punkt, an dem der Transzendentalismus die größte Nähe zum klassischen Anarchismus aufweist. Der Transzendentalismus war eine der wichtigsten intellektuellen Strömungen in den USA des 19. Jahrhunderts. Er hat zahlreiche progressive Emanzipationsbestrebungen inspiriert, vor allem die Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, aber auch den Feminismus, den Pazifismus und die Ökologie. Spezifisch anarchistische Anschlüsse an den Transzendentalismus finden sich in dem Ansatz des amerikanischen Individualanarchismus. Damit sind anarchistische Ansätze gemeint, die im 19. und 20. Jahrhundert zentrale Motive des Transzendentalismus, aber auch europäischer Individualanarchistinnen wie Godwin und Stirner aufgenommen und radikalisiert haben. Der Individualanarchismus betont das Primat der unbedingten Rechte der Individuen und sieht sich in expliziter Opposition zum kollektivistischen oder kommunistischen Anarchismus.
einer der Begründerinnen und wichtigsten VertreterInnen dieser Schule war der Verleger Benjamin Tucker, der die angelsächsische Naturrechtstradition mit einem stirnerschen Egoismus zu verbinden versuchte und eine Version der anarchistischen Utopie entwarf, die auf Privateigentum und Selbstverteidigung basierte. Anarchismus wird hier einfach als konsequente Weiterführung des Liberalismus verstanden. Transzendentalistische Ideen wie Self-Reliance, Widerstand gegen tyrannisch empfundene Eingriffe der Regierung und die Forderung danach, weitgehend vom Staat unbehelligt zu bleiben, sind bis heute zentrale Motive der amerikanischen Libertarians. Das englische Libertarian ist jedoch nicht zu verwechseln mit dem deutschen Libertär. Oft münden diese Konzepte in politischen Praktiken, wie etwa das unbeirrte Eintreten für das Recht des Einzelnen, Waffen zu tragen, die eigenen Kinder im Rahmen von Homeschooling zu Hause erziehen zu dürfen oder den Widerstand gegen jegliche, auch ökologische, sozial- oder arbeitsschutzrechtliche Regulierungen durch die Regierung. Diese Praktiken sind politisch zumeist im extrem konservativen und rechten Spektrum angesiedelt und tragen im Extremfall Blüten wie den Ansatz des Anarchokapitalismus, die Vorstellung einer vom Staat vollkommen ungehinderten kapitalistischen Gesellschaft. Auswüchse, welche weder die Transzendentalistinnen noch AnarchistInnen vertreten haben, die aber eine bleibende Verlockung im anarchistischen Denken darzustellen scheinen.